Das Thema Open Hardware kommt ja oft zu kurz bei Open Source Veranstaltungen. Bei Open Source denkt man in erster Linie immer nur an die Software. Aber es gibt ja nicht nur die freie Software, sondern auch die freie Hardware. Und über die wird uns der René Pfeiffer jetzt etwas erzählen. Ja, ich habe mir dieses Thema ausgesucht aus Frustration, das sage ich gleich dazu. Ich muss meinen Frust mal loswerden, weil in der Systemadministration sagt man nicht umsonst, Hardware sind die Teile von einem Computersystem, die man treten kann. Das kommt auch bei Softwareentwicklung manchmal vor. Da hat man auch große Lust, seinen Frust mal loszulassen. Und der Hintergrund ist der, freie Software hat eine gewisse Verbreitung. Diese Länge ist immer gekoppelt an Hardware, weil Software muss ja irgendwo laufen, die muss ja irgendwo installiert werden. Die braucht einen Prozessor und eine Computerumgebung. Und wenn es die eben nicht gibt, dann ist freie Software nur ein theoretisches Beispiel für Mathematik und kann eigentlich nicht verwendet werden. Und ich möchte deswegen mal über freie Software reden, was jetzt momentan an Hardware, verfügbar ist, was verwendet wird, was freie Hardware ist, ob es die schon gibt und wofür man die braucht und warum das vielleicht wichtig ist für alle, die freie Software verwenden wollen. Freie Software. Kennt jemand diese Abbildung? Wenn man nach den Software Wars googelt, dann findet man eine Reihe von Illustrationen. Und man hat hier verschiedene Bereiche, Firmen und Technologien und zeigt so den Kampf zwischen proprietärer und freier Software an. Ja. Blau ist freie Software, rot ist proprietäre Software. 2006 war auf der ersten Karte fast nur Microsoft und GNU Linux zu sehen. Jetzt haben sich andere dazugesellt. Und wenn man so vor Augen hat, freie Software ist jetzt Standard, ist es eigentlich nicht. In einigen Bereichen schon, nicht in allen. Wenn man sich die Karte genauer anschaut, dann stellt man fest, da gibt es ein paar Produkte, die sich sehr gut etablieren konnten. Skype zum Beispiel. Es gibt andere Produkte, die sind einfach da. Es gibt Firmen, die haben proprietäre Systeme, die sind sehr erfolgreich und die sind am Markt. Ja, also der Siegeszug von freier Software ist noch längst nicht abgeschlossen und da gibt es noch viel zu tun. Freie Software ist eigentlich schon älter als die Free Software Foundation. In den 50er, 60er und 70ern war es durchaus üblich, dass man Software zur Verfügung stellt, zur Verbesserung, zum Weiterarbeiten. Und das war allerdings damals noch nicht durch Lizenzen geregelt, so wie jetzt, sondern man hat einfach gesagt, ich habe ein Computersystem, was ohnehin selten ist, hier ist Code und wir können daran gemeinsam arbeiten. Das Ganze hat sich im Jahr 1983 durch Richard Stallman geändert. Der hat das GNU-Projekt gegründet im Jahr 1983. Und GNU hatte die Idee, eine Software-Sammlung für ein Betriebssystem zu sein, letztlich ein freies Betriebssystem darzustellen. Und was dem GNU-Projekt gefehlt hat, war ein Betriebssystemkern. Und den gab es ein paar Jahre später. Im Februar 1992 wurde der erste Linux-Kern in der Version 0.1.2 von Linus Torvalds publiziert. Und von da an hatte man eine Basisplattform in Form vom Linux-Kern zusammen mit der GNU-Software, die ein freies Betriebssystem bildet. Das ist auch jetzt noch die Grundlage für sehr viele Systeme, die wir verwenden. Allen voran die Desktops, die wir auf Laptops und PCs haben, aber auch auf anderen Plattformen mittlerweile. Und wer aufmerksam verfolgt hat, die Free Software Foundation setzt auch die General Public License durch. Also es wurden schon einige Hersteller verklagt, die freie Software verwendet haben, ohne dass sie ihr den Quellcode zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, das letzte wäre, also D-Link war da, glaube ich, dabei, VMware ist das jüngste Beispiel. Das heißt, man bedient sich da und kennzeichnet den Source Code nicht als frei, beziehungsweise publiziert ihn nicht. Aber das GNU Linux System ist nach wie vor die Basisplattform. Es gibt zwar auch andere Varianten, es gibt sogar ein GNU BSD System mittlerweile, aber GNU Linux ist immer noch das,
ich sag mal, die Hauptplattform, die man hat. Ich höre auch auf den Linux-Foren öfter den Begriff Open Source. Ich mag ihn nicht, weil Open Source sagt gar nichts aus. Es gibt zwar Open Source Lizenzen und man sagt, ja, das ist halt, das klingt halt anders und die Lizenz ist ja sowieso in der Liste dabei. Das Problem ist halt nur, der Begriff Open wird so missbräuchlich verwendet, dass er eigentlich die Stärke der freien Software völlig untergräbt, in meinen Augen. Und wenn man sich mal die Produkte auf dem proprietären Markt anschaut, das Wort Open ist fester Bestandteil vieler Produktinformationen oder Produkttitel, ja, das ist irgendwie sehr verwaschen. Ja. Ich verwende ausschließlich den Terminus freie Software, primär wegen den vier Freiheiten, die die Free Software Foundation mit der General Public License durchsetzen möchte. Und das ist auch jetzt für den kommenden Teil sehr wichtig, weil ich habe die Freiheit, das Programm auszuführen, wie ich möchte und für jeden Zweck. Wenn ich keine Hardware habe, kann ich das nicht. Das heißt, die Software gibt mir zwar das Recht, das Programm auszuführen, wie ich will, wo ich will, warum ich will. Ja. Wenn mir die Hardware fehlt, dann habe ich nichts davon. Ja. Das heißt, dann ist die Freiheit null schon mal weg. Ich habe die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und anzupassen. Wir kommen gleich drauf, dass es auch nur unter bestimmten Voraussetzungen der Fall ist, wenn nämlich die Hardware mitspielt. Ich habe die Freiheit, das Programm weiter zu verbreiten und ich habe die Freiheit, das Programm zu verbessern und wieder zu publizieren. Ja? Das heißt, diese vier Freiheiten habe ich, die garantieren mir die freien Softwarelizenzen, allen voran General Public License. Und wenn ich Open Source habe, dann habe ich nur garantiert ein gutes Gefühl bei der Sache. Dann finde ich das toll. Aber was ich genau toll finde, ist nicht so ganz klar. Gut. Warum hat die freie Software jetzt einen höheren Stellenwert? Warum gibt es sie? Warum ist sie nicht verschwunden? Es hätte ja genauso gut passieren können, dass das eine fixe Idee ist von ein paar Leuten auf einer Uni und nach ein paar Jahren redet keiner mehr davon. Fest verbunden mit dem Erfolg von freier Software ist die Verfügbarkeit einer Plattform und das ist und war, muss man mittlerweile sagen, die PC-Plattform. Die PC-Ära hat in den 80ern begonnen, war dann in den 90ern und in den 2000er Jahren, ich sag mal, in der Hochzeit. Ja. Das heißt, ich hatte günstige Hardware, relativ standardisiert und konnte darauf installieren, was ich wollte. Ja. Das heißt, mit zur Verbreitung beigetragen hat die PC-Plattform. Das gilt im Übrigen nicht nur für freie Software, das gilt genauso für Microsoft Windows, weil Microsoft Windows hat auch denselben Weg begangen, weil ohne PCs kein Windows. Ja? Und die Verfügbarkeit von PCs in jedem Haushalt hat dafür gesorgt, dass diese Software einfach präsent ist. Ja? Die freie Software war da ein bisschen später dran, zumindest im Wohnzimmer, sage ich mal, aber das hat eigentlich dadurch gut funktioniert. Noch dazu hat das GNU-Linux-System einen schönen Vorteil. Ich kann selbst ältere PC-Hardware, die man eigentlich nicht mehr verwenden möchte für proprietäre Systeme, trotzdem noch verwenden. Das kennt man, wenn man halt Linux ausprobiert, das kennt man auch, wenn man alte Hardware weiterverwendet. Die Performance ist gerade für bestimmte Aufgaben ausreichend. Man kann sogar auf sehr schwache Hardware Desktops betreiben. Das geht alles. Ja? Aber auch da kündigen sich schon ein paar Zeichen an, weil damals, also 90er Jahre, war das nicht so schlimm, aber mit den 3D-Karten, Grafikkarten war das ein Problem. 3D-Grafikkarten brauchen bestimmte Treiber. Wenn man jetzt mal die Top-Hersteller, das ist eh nur mehr ATI, AMD, Nvidia nimmt, die brauchen einen eigenen Treiber und der ist binär. Das heißt, der ist proprietär noch dazu, ich kann nicht reinschauen. Nvidia stellt den zur Verfügung und wer jemals versucht hat, eine ATI-Karte unter Linux zum Laufen zu bringen, der weiß, dass es eine Weile dauern kann. Das hat sich dann mit AMD ein bisschen gebessert, ja. Aber das geht halt nicht einfach so. Dasselbe gilt für sogenannte Multifunktionsdrucker oder Scanner. Da ist oft, ich sag mal, seitens des Herstellers ein Design gewählt, was bestimmte Treiber erforderlich macht oder gewisse Teile von Firmware. Das heißt, da kann ich nicht davon ausgehen, dass es automatisch funktioniert. Ja? Trotzdem
Zusammengefasst, also auf PCs kriegt man Linux in der Regel zum Laufen und bei Grafikkarten kann halt das Schlimmste passieren, dass man dann keine 3D-Beschleunigung hat oder dass hier bestimmte Funktionen nicht gehen, aber es geht mal. Ja. Einen weiteren Boost hat freie Software erlebt durch die Live-CDs, da hören wir noch einen Vortrag darüber, weil das ist natürlich eine noch schönere Möglichkeit, weil ich brauche jetzt keinen alten PC mehr, den keiner mehr verwendet, sondern ich brauche nur einen PC, der eine Bootmöglichkeit hat, kann dann freie Software ausprobieren, ohne dass ich das bestehende System überschreiben muss. Und damit hat man auch einige Benutzer gewonnen, die dann einfach gesagt haben, okay, das gefällt mir, das mag ich verwenden. Ja? Noch dazu gibt es eine Vielzahl von Distributionen, das sehen zwar einige als Nachteil, ich sehe es als Vorteil. Man hat einfach mehr Möglichkeiten, zu einem GNU-Linux-System zu kommen. Ja? Man muss ja nicht alle 1000 oder wie viel 100 Distributionen ausprobieren. Wenn man unter den Top 3 wählt, findet man schon was. Ja? Und damit hat man auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja? So, was sich in der Vergangenheit schon angekündigt hat, ich habe es eben auch kurz erwähnt bei den Grafikkarten. Ich habe jetzt ein System von Hardware, lasse da freie Software drauf laufen und stelle ich fest, einige Geräte funktionieren nicht. Weil die brauchen noch eine Komponente, die man nur vom Hersteller bekommt. Und das findet man auch im Linux-Kern. Es gibt zwar Treiber, die Teil des Linux-Kerns sind, die sind tatsächlich im Source-Code, sind auch unter der GPL, alles kein Problem. Und wenn die geladen werden, suchen sie sich eine Firmware. Das ist nur ein Binärpaket. Und ohne dieses Ding geht gar nichts. Ja? Wenn ihr mal schauen möchte, was man da so alles findet in lib-Firmware, sind ein Haufen von Dateien drin auf jedem Linux-System. Und da finden sich allerlei Firmware-Binary-Blobs, ja, die einfach nur mit dem Treiber gemeinsam verwendet werden können. Ja. Und diese Binary Blobs, die sind auf den Chip des Geräts, was der Treiber ansteuert, zugeschnitten. Die sind mit Glück in Assembler, dann kann man reinschauen, aber es ist halt die Frage, was. Manchmal ist es auch nur ein Chip, der prozessorähnliche Eigenschaften hat. Das muss nicht notwendigerweise die Intel-Architektur sein und es muss auch nicht notwendigerweise dokumentiert sein. Ja? Und das Problem ist jetzt einfach, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was diese Firmware macht und was passiert, wenn ein Fehler darin vorkommt, ja? Wer behebt den dann? Wie finde ich den? Ja? Kann ich den reproduzieren? Wenn ich diese Firmware nicht habe, kann der Linux-Treiber auch seinen Job nicht machen. Das heißt, ich kann die Hardware nicht verwenden. Ja? Und da gibt es einige Beispiele, die man vielleicht kennt, WLAN-Karten, Grafikkarten, diverse Scanner. Ich habe mal einen Scanner gekauft, wo einfach in der Beschreibung stand, funktioniert unter Linux. Was ich aber nicht wusste, ist, dass man Binär-Libraries von Epson runterladen muss, zusammen mit einem Haufen von 32-Bit-Kompatibilitäts-Libraries, damit man die 32-Bit-proprietären Libraries auf einem 64-Bit-Linux verwenden kann. Ja? Das heißt, das Kaufen des Scanners dauert 5 Minuten und bis ich das Ding endlich verwenden konnte, ist dann ein halber Tag vergangen. Ja? Und das kennt man eigentlich schon aus der Vergangenheit, aber das heißt, dass freie Software angewiesen ist auf die Hardware. Und ich zähle jetzt mal die Firmware mit dazu, zu diesem Bereich. Ja? Das heißt, es ist schön, freie Software zu haben, aber ich kann sie nicht in allen Bereichen wirklich so verwenden, wie ich möchte. Da gibt es ein schönes Beispiel, der Raspberry Pi ist sehr bekannt. Das ist ein kleines Microcontroller-Board, wo alles Mögliche drauf ist. Der wird von einem Broadcom-Chip unter anderem unterstützt, ja. Und das ist auch bekannt, das ist der BCM 2835. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man Datenblätter nachschauen konnte und Spezifikationen. Ich habe das bei dem Chip mal versucht, ohne jetzt lange zu suchen, kommt man auf die Seite von Broadcom. Und das ist jetzt zwar nur ein Screenshot, aber auf der Webseite steht nicht sehr viel mehr. Da gibt es keine Links zu PDFs,
Da gibt es keine Informationen zu Registern, zu Details, was das Ding genau macht. Die sagen nur, das ist ein Chip, das ist ein Multimedia-Chip, hier sind die Features, fertig. Wenn ich da jetzt freie Software drauf verwenden möchte, ja, wenn ich zum Beispiel einen Videocodec habe oder irgendwas tun will, das war's. Ich muss jetzt andere Wege suchen, mir diese Infos zu besorgen oder einen Treiber zu finden. Und hier steht auch, wenn man mehr über das Produkt haben möchte, dann soll man sich doch mit Broadcom in Verbindung setzen. Meint, wenn du ein Hersteller bist, red mit uns. Wenn du so einen Chip hast, Pech gehabt. Und dieses Ding hat zum Beispiel noch eine andere Eigenschaft, was nämlich auch oft passiert. Wenn man hier in dieser Liste schaut, findet man nur Multimedia-Features. Vor ein paar Monaten oder letztes Jahr gab es einen neuen Treiber mit einer neuen Firmware und plötzlich hatte dieser Chip einen Zufallsgenerator, der hardwarebasiert ist. Der steht nicht hier in der Liste. Ich finde hier keine Doku, ich finde auch am Netz keine Doku. Die einzige Doku, die ich finde, ist diese Firmware und nicht sonst. Ich weiß nicht einmal, wie diese Zufallszahlen generiert werden. Ja. Aber das ist Stand der Dinge jetzt schon. Schauen wir uns den aktuellen Stand der Dinge nochmal genauer an. Was gibt es jetzt zurzeit? Wie hat sich die Hardware-Landschaft verändert? Man kann mittlerweile kaufen Smartphones, Tablets, Smartwatches, Game-Konsolen, E-Book-Reader, proprietäre Laptops, andere Laptops und PCs. Und PCs kauft man in der Regel selten. Also wenn man jetzt mal die Herstellerzahlen hernimmt und in die Geschäfte geht, PCs kauft die wer noch? Hat jemand mal im letzten halben Jahr jemand gesehen, der einen PC gekauft hat? Ja? Einer? Aha. Gut. Also das war's mit der PC-Ära. Ja? Die ist aus. Weil die Leute wollen die anderen Sachen haben. Ja? Und ich kann mich nochmal erinnern, apropos Game-Konsole, wie die PlayStation 3 herauskam, gab es da eigene Install-Partys Linux auf der PlayStation 3. Hat wer davon irgendwas bemerkt, als die PlayStation 4 herauskam? Install-Partys Linux auf PlayStation 4? Niemand. Gab es auch nicht. Warum? Man kann es nicht installieren. Geht nicht. Schauen wir uns mal Smartphones an, weil Smartphones laufen ja angeblich zu Großteil unter Linux. Das müsste doch eigentlich toll sein. Da habe ich eine Plattform, die ich verwenden kann. Ich fokussiere mich jetzt nur mal auf Android, weil das Smartphone mit dem höchsten Marktanteil ist. Da ist tatsächlich ein Linux-Kern drin und da sind auch tatsächlich freie Software-Komponenten drin. Und es gibt sogar alternative Android-Versionen. Das heißt, ich kann sogar selbst Android installieren. Ich muss da zwar durch einige Reifen springen, weil ich muss das Ding wahrscheinlich erstmal anlocken, in den Bootloader gehen und dann ein ZIP drauf kopieren und flashen und alles Mögliche. Prinzipiell geht's, aber diese Dinger sind voller Binary Blobs. Ja? Also wenn ich mir jetzt diese Projekte anschaue, das habe ich auch teilweise gemacht, klar läuft da Linux drauf, weil Linux ist angewiesen auf die Gerätetreiber, die mit der Firmware funktionieren für die Geräte. Und ich habe zum Beispiel ein altes HTC, da bin ich mit CyanogenMod auf dem Stand Android Version 2.3.5. Das ist Stand 2011. Ja? Und das war's. Ich komme da nicht weg. Ich komme auch nicht von CyanogenMod weg, weil es einfach niemanden gibt, der mir die passende Kombination von Firmware und Software zusammenstellt, um das Ding zum Laufen zu bringen. Ja? Das heißt, das war's, die Plattform. Und das ist ein großes Problem, weil die Kompatibilität der Hardware mit der verfügbaren Software sind so schwierig, weil alle 3 Sekunden ein neues Smartphone rauskommt und dauernd neue Chips verbaut werden, dass nicht einmal die Hersteller selbst da Schritt halten können. Ja? Also ich weiß nicht, ob das wer verfolgt hat, es haben auch einige Hersteller schon kapituliert und haben den Support für bestimmte Modelle eingestellt mit ihrer eigenen Android-Distribution, weil sie einfach es nicht mehr schaffen, danach zu kommen. Ja? Das heißt, das Smartphone als Plattform für freie Software ist äußerst fragwürdig. Wenn ich Glück habe, kriege ich ein Linux drauf. Wenn ich mäßig Glück habe, nur in einer bestimmten Version, dann stehe ich irgendwo. Ja? Und wenn ich ganz viel Pech habe, kann ich zwar ein Android installieren,
aber ich habe dann nur mal Wi-Fi und sonst gar nichts. Ja? Also das ist als Plattform ungeeignet, finde ich. Gut, aber wir können ja mal die schicken MacBooks anschauen. Das soll dann Linux angeblich auch drauf laufen. Kein Problem. Nur, es gibt halt bestimmte Treiber nicht. Ja? Das betrifft entweder mal die Kamera oder mal das WLAN, das verwendet eh kaum jemand, oder Grafikkarten, wie auch immer. Ja? Gut, vielleicht schaffe ich es ja mit Multiboot. Wenn ich unter Apple Hardware Multiboot verwenden will, dann muss ich mal einsteigen beim Apple Bootcamp. Und das Apple Bootcamp verspricht mir, kauf dir einen Mac und lass jedes Betriebssystem laufen. Tatsächlich gibt es keinen Support für Windows 7 mehr, weil Windows 7 ist ja auch schon sehr alt, ja, eigentlich schon historisch. Und es gibt keinen Support für Linux. Das heißt, der Spruch, kauf dir einen Mac und lass alles drauf laufen, was du willst, stimmt nicht. Ja. Ist für freie Software eigentlich ungeeignet. Es gibt zwar eine Möglichkeit, Linux zu installieren, aber das muss ich dann mit bestimmten Bootloader-Konfigurationen machen, damit ich das Ding überhaupt mal zum Laufen bringe. Gut, vielleicht nehme ich doch einen normalen Laptop, also vielleicht nehme ich kein MacBook, nehme ich einen normalen Laptop. Hat jemand schon mal von Secure Boot gehört? Hat das jemand schon mal im BIOS oder im UEFI BIOS gesehen? Ja? Ist ja eine nette Geschichte. Ist Teil des UEFI 2.2 Standards. Das heißt, die Idee ist, ich boote das System von einem bekannten Zustand aus und verfolge halt den Zustand und zertifiziere ihn dauernd. Ja? Gut, bedeutet, Secure Boot lädt mal keine nicht signierten, also keine, falsch geschrieben, keine nicht signierten Bootloader. Das heißt, wenn der Bootloader nicht signiert ist und das UEFI BIOS nicht überprüfen kann, dass die Signatur stimmt, wird mal gar nichts gebootet. Das bedeutet, es gibt einen Plattformschlüssel und dieser Plattformschlüssel ist Teil des Prozesses des Bootens und des Bootloader-Ladens. Und jetzt haben einige Leute halt schon gesagt, wenn ich jetzt eine Hardware habe und dort ein Plattformschlüssel notwendig ist, der geheim gehalten werden muss, dann passt das eigentlich nicht zur freien Software. Ja? Weil dann habe ich eine Komponente, von der alles abhängt und die darf ich nicht publizieren. Ja? Das ist irgendwie blöd. Ich brauche aber so einen Plattformschlüssel und den gibt es halt pro Hersteller oder pro Modell, wie auch immer. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mal rein bei der Hardware bleibe und ich nicht weiß, was ich damit machen möchte, den Hersteller bitten, dann gib mir doch mal den Plattformschlüssel für freie Software. Oder vielleicht gleich beide, vielleicht will ich ja Windows und Linux installieren. Ja? Das geht irgendwie nicht so gut. Ja? Es haben sich einige Linux-Distributionen daher, also allen voran Red Hat, um einen signierten Bootloader bemüht und man kann jetzt mittlerweile tatsächlich Fedora, Ubuntu, Red Hat, FreeBSD auf Secure Boot-fähige Hardware installieren. Das funktioniert. Und noch kann man Secure Boot abschalten im BIOS oder im Menü. Wenn Windows 10 mal draußen ist, ist es nicht mehr möglich. Weil Microsoft überlegt, das Secure Boot als Pflicht zu lassen. Ja? Das bedeutet, dass diejenigen, die Hardware herstellen, die ja eigentlich betriebssystemunabhängig sein sollte, dann wahrscheinlich gezwungen sind, Windows-kompatible Hardware zu verkaufen, wo Secure Boot fixer Bestandteil der Hardware ist. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Windows 10 rauskommt und was das für einen Einfluss auf den Hardware-Markt hat. Und dann stellt sich halt die Frage, ob man dann immer noch PCs kaufen kann, mit denen man alles tun kann. Gut. Aber der Symmetrie halber, wenn es freie Software gibt, müsste es ja eigentlich auch freie Hardware geben. Also es ist ja letztlich auch nur ein Design. Ja? Und es gibt freie Hardware, das ist ein Beispiel davon, das ist der Leon 4 Prozessor der ESA. Die ESA hat eine eigene Prozessorserie, die frei ist, freie Lizenz, die kann man verwenden. Und ja, wie wird Hardware gebaut? Also Hardware wird fast so gebaut wie Software. Es gibt natürlich eine Logikbeschreibung, wie das Ding funktioniert und wie diese Einheiten miteinander kommunizieren. Dafür gibt es sogenannte Hardware Description Languages. Ist sowas ähnliches wie eine Programmiersprache. Ich glaube, der Clifford könnte da mehr drüber sagen. Es gibt Verilog,
HDL und es gibt sogar Möglichkeiten, diese Hardware dann zu simulieren, was sie denn tut, wenn sie gebaut wäre. Ja? Und damit kann ich im Prinzip das Design festlegen, ich kann simulieren, ich kann schauen, ob das Ding tut, was es will. Und dieses Design darf natürlich auch unter einer freien Lizenz stehen. Das ist letztlich auch Software oder Logik. Ja? Und dann habe ich eigentlich eine freie Hardware. Nur, wie wird Hardware zu Hardware? Wenn ich jetzt eine CPU baue in einer Hardware-Programmiersprache, wie kriege ich dann den Chip? Ich kann versuchen, bei bestimmten Teilen 3D-Drucker zu bemühen. Also ich kann zum Beispiel größere Teile 3D drucken. Das geht. Ja? Aber die anderen Teile kann ich nicht 3D drucken. Also ich kann nicht einen 28-Nanometer-Chip 3D drucken mit im Wohnzimmer oder sowas. Das geht nicht. Ich brauche dafür Reinräume, ich brauche dafür Infrastruktur. Das heißt, ich werde wohl einen Hardwarehersteller brauchen, der das macht. Ja? Und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich schon vorwegnehme, hier werden keine Prozessoren gebaut, sondern Festplatten. Und Festplatten aus dem 3D-Drucker, das wird noch eine Weile dauern, bis das geht. Ja? Gut, aber wenn das schwierig ist, gibt es sowas? Ja, es gibt sowas. Also es gibt tatsächlich 32-Bit-CPUs, es gibt den Arduino, der auch relativ frei ist. Es gibt diesen Leon-Prozessor, der ist ein Spark-8-Klon de facto. Es gibt sogar Ansätze, GPUs zu bauen, mit denen man Berechnungen machen kann. Es gibt, und das ist ganz spannend, kennt jemand das Open Compute Project? Die Open Compute Project Foundation. Können wir uns mal die Webseite anschauen, opencompute.org. Dort stellt Facebook die Infrastruktur Hardware-Designs der Hardware in ihren Rechenzentren zur Verfügung. Da kann man Switches nachschauen, Netzwerkgeräte, Server, Storage-Einheiten. Die haben alles schön sauber dokumentiert zum Nachbauen, weil sie kein Hardware-Hersteller sind und weil ihnen es egal ist, ob jemand das auch macht oder nicht. Ja? Das spart Kosten und die Open Compute Project Foundation hat halt die Hardware-Designs online gestellt. Ich weiche jetzt ein bisschen ab von meinem Dogma frei zu verwenden, weil das Problem ist, hier taucht überall Open auf. Es ist meistens auch frei verfügbar, man muss die Lizenz nur prüfen. Dann gibt es das Open Course Projekt, die versuchen Chips zu bauen mit verschiedenen Designs in freier Lizenz. Und es gibt sogar, das mutet jetzt ein bisschen komisch an, es gibt einen Open Spark Prozessor, das ist tatsächlich 64-Bit, auf Basis der Oracle-CPUs. Man darf ja eigentlich nicht mehr Sun sagen. Oracle hat jetzt CPUs im Programm und Sun hat noch Vorkauf von Oracle die Designs der UltraSpark T1 und T2 CPUs zur Verfügung gestellt und dem Projekt gespendet. Und es gibt sogar einen WLAN-Adapter, der ohne proprietäre Software auskommt. Das ist einer am Markt. Aber es gibt ihn. Ja, das heißt, der hat keine Binary Blobs, die irgendwie proprietär sind. Der funktioniert rein in Software und kann auch rein in freier Software funktionieren. Gut, bedeutet, die Projekte gibt's. Was fehlt, ich habe nämlich extra geschaut, ich habe keinen Intel-basierten Prozessor gefunden im freien Design. Mag sein, dass es den noch nicht gibt oder vielleicht gibt es nur Ansätze davon. Was ich hier gefunden habe, ist ARM und Spark, würde eigentlich reichen, um ein GNU-Linux-System laufen zu lassen. Ja. Nur habe ich jetzt alles? Kann ich jetzt ein freies Software-System, ein freier Hardware laufen lassen? Naja, ich brauche ja noch mehr Sachen. Es reicht ja nicht, wenn ich eine CPU habe. Ich brauche RAM, ich muss irgendwas speichern, ich brauche eine Festplatte. Ja. Festplatte haben auch Firmware, SSDs haben Firmware, ja. USB-Sticks haben Firmware. Netzwerkkarten haben eine Firmware, Grafikkarten haben das. Vielleicht will ich auch was sehen, vielleicht brauche ich einen Beamer oder einen Monitor. Ja? Vielleicht will ich was aufnehmen, so wie diesen Vortrag. Dann brauche ich eine Kamera, ein Mikrofon. Ja? Es gibt halt freie Hardware noch nicht in allen Bereichen. Es ist auch die Frage, ob es das je geben wird. Ja? Hängt jetzt vom Hersteller ab. Manche Hersteller stellen auch was her, geben zumindest die Spezifikation und Preis, dann kann man Treiber schreiben. Aber um auf ein freies Computersystem zu kommen, brauche ich halt mehr als nur die CPU oder die GPU, die es dann gibt. Ja? Also was tun? Ja?
vielleicht doch wieder so programmieren. Ja. Das System war zwar nicht freie Software und Hardware, aber das war eins der Computersysteme, wo man sehr schön lernen konnte. Ich habe nämlich mit diesem Ding gelernt. Man hat damals ein Buch kaufen können mit den Schaltplänen, ein Buch mit den Chip, also mit den Chip-Spezifikationen, und hat Bücher kaufen können, wo das komplette Betriebssystem aufgearbeitet, das Listing abgedruckt war, wo man sich die einzelnen Teile anschauen konnte. Ja? Das geht heute alles nicht mehr, ja? Was ein großes Problem ist, weil man konnte damals zum Beispiel auch schauen, was macht das Betriebssystem eigentlich in der und der Funktion. Ja? Konnte das nachvollziehen. Und das wäre eigentlich mit einer freien Lizenz notwendig, um die Plattform freie Software zu erhalten in der Zukunft. Und ich sehe trotz Googles Android-System eigentlich keine Bestrebungen, das zu machen. Was heißt das für uns? Also Fakt ist, die PC-Revolution ist vorbei. Mit dem PC kann man heute nichts mehr tun. Also wer heute noch eine Linux-Install-Party auf PC-Basis organisieren will, wird wahrscheinlich alleine da sitzen. Die zukünftigen Desktops sind möglicherweise Serversysteme, weil die PC-Ära ist zwar vorbei, aber die Server-Ära noch nicht. Ja? Und wenn man noch Intel-kompatible Hardware braucht, um zu Hause vielleicht arbeiten zu können mit LibreOffice, vielleicht muss man in Zukunft einen Server kaufen. Dann hat man halt einen 19-Zoll-Rack-Arbeitsstation, da passt aber der Monitor gut drauf. Ja? Die gibt es auch in leise und vielleicht muss man zukünftig so arbeiten, wenn man Office laufen lassen will. Ja? Ich weiß es nicht. Es gibt halt auch noch Hersteller, die Serverboards herstellen für kleine Server, also Atom-basierte Boards oder Low-Power-CPUs. Die haben noch kein Secure Boot, mandatory, weil wahrscheinlich Windows 10 nicht drauf laufen soll oder muss. Vielleicht schaut es zukünftig so aus, ich weiß es nicht. Ja? Und ich wiederhole jetzt einen Satz, der auf den Linux-Wochen 2006 in Wien gefallen ist, von einem freien Hardware-Entwickler, der damals gesagt hat, dass die freie Software bedroht ist durch die Hardware-Entwicklung und dass er nicht glaubt, dass die freie Software noch 20 Jahre lebt, wenn die Hardware nicht frei wird oder verfügbar bleibt mit Specs. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wir werden es sehen. Wir werden wahrscheinlich in den Linux-Wochen 2025 oder 2030 nochmal schauen müssen, wie weit wir sind. Und eigentlich muss freie Hardware genau denselben Siegeszug antreten wie freie Software. Ich sehe nur keinen Markt dafür und keinen Anreiz. Man kann allerdings Hersteller gewinnen, freie Hardware zu produzieren. Weil die Designs, die ich da eben gerade publiziert habe, ist eigentlich recht vielversprechend. Wenn ich eine freie Hardware-Lizenz habe, dann kann ein Hardware-Lieferant einen Prozessor mit einer freien Lizenz nachbauen, ohne dass er Lizenzkosten zahlen muss. Das kann ein Vorteil sein für bestimmte Produktserien, die man vielleicht schon hat oder entwickeln muss. Und es gibt Ansätze, es muss nur noch mehr davon geben. Und wer darauf warten will, was passiert, aber trotzdem was tun will, die Free Software Foundation freut sich über jede Unterstützung in jedweder Form. Gut. Ich hoffe, das war nicht allzu negativ. Wir haben noch Zeit, darüber zu reden, weil ich etwas schneller bin als gedacht. Ich möchte jetzt mal gerne hören, ob jemand das ähnlich sieht wie ich oder ob sich jemand da gar keine Sorgen macht. Also wer hat den PC gekauft? Du hast ihn gekauft. Warum? Wieso kaufst du denn einfach so einen PC? Weil ich einfach Workstations benötige. Ja gut, aber das braucht man ja heutzutage nicht mehr. Man hat ja Tablets und die Cloud, da braucht man keine Workstation. Hallo? Ja. Das hilft mir dort nicht, weil ich ja CAD-Systeme und sonstige Sachen installieren muss und deshalb ist es notwendig. Okay, also eine Randgruppe. Okay. Nein, ich bin jetzt absichtlich etwas provokant, weil ich meine, der Markt hat entschieden, wir brauchen keine PCs mehr. Ja? So steht es
in der Zeitung. Naja, aber es lesen auch viele Leute, das ist das Problem, wo in der Blödsinn drin steht. Ein paar random thoughts. Ja. Also ganz aussterben wird es nicht, der Plattenspieler ist auch nicht ausgestorben, es werden sogar noch neue produziert. Randgruppe. Die nächste Randgruppe. Es ist mir egal, und ich, ob ich jetzt eine Randgruppe bin oder nicht, ist mir für mich persönlich wurscht. Aber ich denke, es gibt die Hardware nach wie vor, und ich persönlich habe nur deswegen keinen PC gekauft, weil ich genug geschenkt bekomme. Also die Plattform gibt es ja wohl, und zum Arbeiten wird man immer PCs brauchen oder wird man immer solche Geräte brauchen. Wie viele arbeiten, ist ein Tablet einfach nicht geeignet. Aber das ändert alles nichts. Ich denke, das ist aber schon auch einer der Gründe, warum das mit der freien Hardware nicht vorankommt. Bis jetzt ist noch nicht wirklich ein Leidensdruck. Das stimmt, außer bei diesen... Außer den Rufern in der Wüste, wie wir es sind, wie du es jetzt. Der Leidensdruck tatsächlich, ich meine, noch kann ich mir jederzeit ein Notebook kaufen, wo ich eine freie Software drauf laufen lassen kann. Mein Handy, wenn ich ein gezieltes einkaufe, kann ich eins kaufen, bewusst, ja, auf dem ein Mod oder sonst irgendein Mod läuft. Das heißt, man kann sich eigentlich derzeit noch ganz gut behelfen. Spannend wird es dann sein, wenn das nicht mehr geht, was dann auch logistisch, auch politisch. Ja, und ich sehe teilweise schon Designs, die, also ich halte es für fragwürdig, zum Beispiel, es war neulich in der Presse, ich weiß jetzt genau, welches Modell das war, aber ich glaube, es war eins der neueren MacBooks. Es gibt jetzt einen neuen USB-C-Standard, den man nicht mehr verkehrt reinstecken kann und der halt einfach mehr Peripheriegeräte ermöglicht. Und das neue MacBook hat einen USB-C-Port. Und man kann an USB-C-Monitore anschließen, externe Festplatten, Kameras. Und jetzt kann man sich überlegen, was man am dringendsten braucht. Ja? Und das spielt schon so ein bisschen mit. Ja? Ich weiß nicht, ob das einfach vergessen wurde, was ich bei dem Produkt nicht glaube. Ja? Oder ob man einfach sagt, naja, wir wollen eigentlich eh nicht, dass die Leute zu viel lokal speichern, weil die sollen das alles bei uns ablegen, dann haben wir sie für ewig. Ja? Und diesen Trend sehe ich sehr wohl, und der äußert sich auch an einigen Hardware-Designs. Sonst noch Fragen? Ich habe mir selber eine Frage, wann jetzt wirklich so sein wird, dass Windows 10 heute halt nur mehr dann laufen wird, wenn dieses Secure Boot ist, wo dann nur mehr Windows startet. Gibt es dann überhaupt noch eine Hoffnung? Die gibt es dann nur, also ich meine, jetzt ist es ja auch passiert, dass sich Red Hat hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir brauchen einen Plattform-Key, wir müssen einen Bootloader haben, ja? Also eins von beiden, es reicht auch ein signierter Bootloader. Vielleicht wird sich das wiederholen, weil jetzt geht es ja auch. Ja? Es kann aber bedeuten, dass ich dann zukünftig nur bestimmte Distributionen, die diesen Bootloader verwenden, laufen lassen kann. Ja? Also das erwarte ich persönlich, was wirklich passiert, werden wir dann sehen. Ja, ich wollte zu dem Bootloader noch was sagen. Relativ wenig Risiko, weil möglicherweise brauche ich halt den Installer der Distribution, dass die mir den signierten Bootloader drauf bringt, aber danach, wenn der geladen ist, was in der Init.at drinnen steht, ist ja meine Sache. Das ist richtig, also eigentlich muss ich nur am Bootloader vorbei und dann geht's wieder. Ja? Das Problem ist halt nur, vielleicht wirklich bestimmte Konfigurationen ausprobieren, die das nicht haben, dann geht's nicht. Und was ich jetzt absichtlich ausgeklammert habe, ist das Thema Virtualisierung. Natürlich kann man noch alte Hardware simulieren und virtualisiert laufen lassen. Es stellt sich die Frage, auf welcher Plattform das dann stattfindet. Ja. Aber stimmt, also der Bootloader, wenn es mal bootet, dann bootet es. Ja, dann ist alles erledigt. Wobei ich sehr gezielt heute, wenn ich Hardware einkaufe, sehr wohl auch beim Händler deponiere, dass ich ausschließlich Hardware kaufe, die Möglichkeit hat, das Betriebssystem meines Vertrauens drauf zu spielen. Ja, ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir, wenn wir etwas kaufen, gezielt danach fragen, damit auch der Hersteller gleich von vornherein oder der Verkauf von vornherein darauf gebrieft ist, dass man nicht irgendwas kaufen will.
Ich kann gleich mal schnell darauf antworten. Ich habe nämlich vorhin zufällig nachgeschaut, bei so einer Suchmaschine, die Großhändler in Österreich abgrast, und da sind im Moment 14 Notebooks mit Linux lieferbar, also 14 Modelle, mhm. und demgegenüber stehen auch noch um 1600 Es ist sehr einseitig und genau das meine ich halt. Es ist keine Verbreitung noch. Ja. Aber, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, aber es stimmt schon. Man kann natürlich darauf bestehen, und es gibt auch einen Trick, den wir früher mal gemacht haben. Es gab ja eine Zeit, wo es keine Laptops gab ohne Betriebssystem. Das gibt es ja mittlerweile vermehrt, zwar nicht so oft, aber es gibt es prinzipiell. Und früher war die Möglichkeit, an einen Laptop zu kommen, der kein Betriebssystem hat, ihn im Geschäft einzuschalten und vor Augen des Verkäufers die Windows-Lizenz abzulehnen. Weil dann, mit Pech muss man das Gerät zurückgeben, aber man muss dann eigentlich die Software loswerden, wenn man der Lizenz nicht zustimmt. Vielleicht gibt es diese Möglichkeit bei Windows 10 ja wieder, dass man die Lizenz ablehnt oder dezidiert missachtet und das auch öffentlich kundtut, ja, und dann darf man sie eigentlich nicht verwenden. Aber es ist die Frage, was dann passiert. Ja, vielleicht machen wir dann Install-Partys durch Lizenz ablehnen in Kaufhäusern. Wer weiß. Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, das kann natürlich sein, dass ich einfach sage, okay, ich lehne es ab und sage jemand, okay, du hast jetzt gerade 2 Kilo Hardware erstanden, viel Spaß. Ja. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ja. Also, ist denkbar, aber ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt. Diese Secure Boot ist so tief im System drinnen. Also ja, vielleicht, wenn ich Hersteller wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, es ist mal per Default eingeschaltet. Und wenn man unbedingt will, kann man natürlich zu Wartungszwecken diese Anleitung befolgen. Ja, das wäre auch eine Option. Weil ich meine, den Herstellern ist es ja eigentlich völlig egal, was jemand mit dem Gerät macht. Ja, wenn es verkauft wird, ist es okay. Und ich glaube nicht, dass die Hersteller diesen Markt ausschließen werden. Glaube ich, hoffe ich. Ja. So. Nein, ich wiederhole es. Genau, ja, also die Frage war, wo das Secure Boot ist. Es wird zwischen BIOS gemacht, und es gibt natürlich Speicherungen der Keys, die dann teilweise vom Hersteller vorinstalliert werden, fix auf Chips, und ohne die das System auch gar nicht funktioniert. Ja. Also man kann eigentlich nur absichtlich eine Deaktivierung einbauen, man kann es nicht entfernen. Ja. Gut. Weitere Fragen? Ja. Ist ein schwacher Punkt. Also die Frage war, wie schaut es mit Soundkarten aus? Ich habe bis jetzt immer Soundkarten erwischt, die gut gingen. Ja. Ich habe aber auch gesehen, dass selbst bei Soundkarten auch teilweise Firmware eine Rolle spielt, je nach Qualität. Ja. Was ich jetzt von Linux-Kern weiß, ist die Liste der unterstützten Soundkarten ziemlich hoch, und es gibt da einen netten Trick. Es gibt ja auch USB-Soundkarten, und die haben den Vorteil, der USB-Standard regelt, was die Geräte alles zur Verfügung stellen, und dadurch ist es leichter, einen Treiber zu schreiben.
Das heißt, man kann sich wahrscheinlich im Zweifelsfall mit einer USB-Soundkarte behelfen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Überblick, aber es gibt einige Hersteller, die gut funktionierende Soundkarten mit Treibern für Linux haben. Gut, dann würde ich sagen, wir machen eine Pause und ich bedanke mich.